Die Akte eines Hartz-IV-Empfängers ist durchschnittlich 650 Seiten dick. Komplizierte Einzelabrechnungen, jede Menge Widersprüche und Klagen, von denen etwa jede dritte zugunsten der Arbeitslosen entschieden wird. Mit einer Reform will nun der Gesetzgeber die Bürokratie entschlacken. Das vorliegende Gesetz bringt Fortschritte. Unnötige Bescheide fallen weg, die Beratung wird verbessert und durch Klärungen und Vereinfachungen im Verfahrensrecht schafft das Gesetz mehr Rechtssicherheit. An vielen Stellschrauben wird gedreht. Künftig soll es beispielsweise mehr Beratungsgespräche geben, mehr pauschaliert werden, etwa bei den Heizkosten, und Leistungsbescheide für 12 statt bisher 6 Monate erteilt werden. Doch die Kritik von Wohlfahrtsverbänden und der Opposition am Gesetz ist heftig. Es sehe vor allem Rechtsverschärfungen vor und gehe zu Lasten der über 6 Millionen Hartz-IV-Empfänger und der Mitarbeiter in den Jobcentern. Das muss man erst mal hinbekommen, es den Leuten auf beiden Seiten des Tisches schwerer zu machen. Und deswegen sage ich ganz klar, aus dieser Rechtsvereinfachung wird nichts mehr Gutes. Das ist einfach nur eine Rechtsverschärfung. Und ich fordere Frau Nahles auf. Frau Nahles, ziehen Sie diesen Murks einfach zurück. Ein Gleichgewicht aus Fordern und Fördern war der ursprüngliche Gedanke von Hartz IV. Aber das verschob sich immer mehr in Richtung Fordern. Auch weil etwa die Hälfte der Jobcenter-Angestellten nur mit Abrechnungen beschäftigt ist, statt mit der Vermittlung in den Arbeitsmarkt. Jetzt zeigt sich, wie mühsam es ist, die einmal entstandene Bürokratie abzubauen.